Jetzt melde ich mich. Es ist das erste Mal aus Omaha. So, ich bin in der Stadt von Warren Buffett angekommen und jetzt geht es los mit der Berichterstattung direkt vom Hauptversammlungswochenende von Berkshire Hathaway. Heute stehe ich jetzt hier beispielsweise vorm Marriott Hotel in Omaha. Nun, jetzt werden viele denken, ja, Marriott Hotel ist ein Marriott Hotel. Das ist richtig, aber in gewisser Weise ist es das Epizentrum dieses Wochenendes, denn die alten, traditionellen Aktionäre, die seit 30, 40 Jahren bei Warren Buffett investiert sind, die sind hier in dem Hotel, die kommen hier in diesem Hotel unter. Und heute ist noch der erste Tag vor den Veranstaltungen, das heißt, morgen geht es los mit den Empfängen und den Partys hier im Marriott Hotel. Also, eine große Party von Charlie Munger wird hier morgen stattfinden. Bill Gates ist normalerweise auch immer hier im Hotel und steigt hier ab. Das heißt also, das ist so etwas wie das Partyzentrum für die gehobenen Aktionäre. So, und das Partyzentrum für die normalen Aktionäre ist nämlich gar nicht weit weg. Da müssen wir uns quasi nur leicht drehen. Und wenn ich ein bisschen hier rüber gehe, dann sieht man hinter mir eigentlich nur ein Gebäude, was nicht besonders spektakulär ist. Von dieser Seite ist es tatsächlich so, aber das ist einer der größten Juweliere in Nordamerika, nämlich Borsheims. Und Borsheims, natürlich ein Berkshire Hathaway Unternehmen, und dort wird es morgen einen Cocktailempfang für die Aktionäre geben. Dort nimmt man seine Eintrittskarte und bekommt dann einige Stunden lang Getränke auf Kosten des Hauses. Warum? Damit man natürlich die Sonderangebote in Anspruch nimmt, die einem von Borsheims angeboten werden. Es gibt dort 20-30% auf ausgewählte Sachen, und wenn man ein Glas Sekt in der Hand hat, dann läuft das Ganze viel, viel besser und die Kreditkarte sitzt lockerer. Also ist das schon mit dem Hintergedanken, aber die vielen Aktionäre, die einfach so dahin kommen, machen sich einen schönen Abend, und wie der aussieht, das werde ich dann morgen zeigen, aber jetzt nur der kurze Überblick über das, was das Marriott Hotel hier in Omaha zu bieten hat. Einmal mehr melde ich mich aus Omaha. Jetzt stehe ich hier am Rose Blumkin Drive. Das ist eine große Straße hier in Omaha, und hinter mir sieht man den Nebraska Furniture Mart. Natürlich ein Investment von Warren Buffett. Er hat die Firma schon 1983 übernommen von einer Dame, die hieß Rose Blumkin. Nach der ist die Straße hinter mir benannt. Und diese Dame war damals auf der Suche nach einem schönen Investor, nein, einem guten Investor vor allen Dingen, der ihre Firma übernimmt. Und da hat sie Warren Buffett genommen. Und wie es eben an dem Gebäude dran steht, ist es der größte Möbelmarkt in Amerika. Hier in Omaha zu sehen, und das Tolle daran ist eigentlich, dass dieses Unternehmen eben für alle Aktionäre dieses Wochenende jede Menge Discounts anbietet. Also, in den vergangenen Tagen waren hier schon viel los, heute ist wieder viel los, weil man 20-30% an Discount auf das normale Sortiment bekommt. Und das ist für viele schon Anreiz genug, überhaupt Aktionär bei Warren Buffett zu sein. Aber ich bin ja unterwegs, um den Geist von Warren Buffett näher auf den Grund zu gehen und auch wirklich zu erkennen, was das Richtige an Warren Buffett und seinen Investments ist. Aber das möchte ich euch nur zeigen, damit man einmal sieht, welche verschiedenen Formen überhaupt zu diesem Konglomerat Berkshire Hathaway gehören. Dieses Unternehmen, wie gesagt, seit 1983 mit dabei und ist damit eine der älteren Firmen, die eigentlich schon bei Warren Buffett mit dabei sind. Aber ich halte Ausschau nach weiteren Firmen hier in Omaha und melde mich dann wieder. Ein neuer Stop in Omaha, und es geht einmal mehr um Warren Buffett. Hier stehe ich vor einer Tankstelle von Phillips 66, Phillips 66, wie der Amerikaner sagt, eine beliebte Tankstellenkette hier in den USA. Das ist eine der Aktienbeteiligungen von Warren Buffett. Dem aktuellen Geschäftsbericht habe ich entnommen, dass Warren Buffett an dem Unternehmen 14,9% aktuell hält. Und da bin ich bei den aktuellen oder überhaupt bei den Aktienbeteiligungen von Warren Buffett. Denn Nebraska Furniture Markt, das ist ein Unternehmen, was Warren Buffett komplett übernommen hat. Das ist ein Teil seines Beteiligungsunternehmens. Und die Aktienbeteiligung, das sind der zweite Teil. Phillips 66 ist noch relativ neu, das gibt es erst seit ein paar Jahren. Aber er hat ganz klassische Beteiligungen. Coca-Cola, American Express, das sind Werte, die sind schon teilweise seit 25 Jahren im Depot bei Berkshire Hathaway. Warum macht Warren Buffett das? Warum hält er diese Aktien so lange? Damit er beispielsweise auch Dividenden kassiert. Denn eine Coca-Cola hat natürlich im Verlauf der letzten 30 Jahre an Wert gewonnen, aber regelmäßig auch Dividenden ausgeschüttet. Und das ist etwas, wo Warren Buffett total drauf steht, dass er stetige Erträge mit Aktien erzielt.
Genau das sollte auch Ihr Ziel sein, wenn Sie bei Aktien aktiv sind. Also zum einen auf beständige Geschäftsmodelle schauen, wie Warren Buffett es tut, hier mit Philipp 66, aber auch die stetigen Erträge nicht aus dem Auge zu verlieren in Form von Dividenden. Das soll es von dieser Stelle gewesen sein. Ich melde mich wieder aus Omaha.